Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 318. Latein-Video. Heute geht es um das Textende, das ich aus Ciceros De Legibus ausgesucht habe zum Übersetzen. Ich hatte ja schon so ein bisschen vorstrukturiert und wir hängen uns jetzt einmal an die Verben. Wir verschieben diese Parenthese auf später und schauen uns einmal an. Freundlicherweise steht in jeder Zeile steht ein Verb und dann können wir uns also an das Verb hängen. Bevor man jetzt in den Text reinstürzt und dadurch rennt wie eine angeschossene Wildsau durchs Unterholz, schauen wir uns mal die erste Zeile an. Also man schaut sich die Zeile nochmal an. Zu Deferebatur muss ich jetzt irgendwie nichts sagen. Ja, das ist jetzt Deferre übertragen, also es wurde übertragen, machen wir erstmal. Also hier stehen wir Quod genus. Das Quod am Anfang ist, finde ich, immer ziemlich schwierig. Ist das jetzt ein Weil oder ist das ein Relativpronomen? Ist das ein Demonstrativpronomen? Das lassen wir mal weg. Ja, das ist, hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber wenn man ein Wort so am Anfang oder in der Mitte oder am Ende im Prinzip nicht einordnen kann, wenn es nicht gerade das Verb ist, dann sollte man das ruhig weglassen und sich nicht festbeißen. Wir haben hier Genus Imperii, Primum, das gehört erstmal nicht zusammen, auch von den Endungen her. Dann haben wir hier Ad homines justissimus et sapientissimus. Das passt schon mal zusammen. Also das unterstreiche ich schon mal. So eine Präposition ist ja immer eine feine Sache. Da kann man nur von lernen. Und dann haben wir hier, ihr seht, Genus, Generis Neutrum, Imperium, Imperii, Genitiv Plural, Primum, zuerst. Also, und hier steht jetzt Quod Genus. Wenn wir das Quod weglassen, die Art des Imperiums. Wir hatten uns ja schon, glaube ich, im dritt- oder vorletzten Video geeignet. Imperium, hier Herrschaftsstruktur. Also die Art der Herrschaftsstruktur zuerst ist übertragen worden. Auf die muss man jetzt sagen, auf die gerechtesten und weisesten Menschen. Die Art der Herrschaftsstruktur ist zuerst übertragen worden auf die gerechtesten und weisesten Menschen. Das Quod müssen wir überbringen. Und da würde ich einfach sagen, diese. Hier würde ich jetzt so tippen, aber ihr seht, wenn man das jetzt weglässt, ist das auch nicht besonders schwierig. Also diese Art von Regentschaft, nee, diese Art der Herrschafts, bitte alle, Struktur ist also zuerst auf die gerechtesten und weisesten Mensch, nicht kürze das mal ab, ja, übertragen worden, Komma. Ich bitte euch alle, ach, diese Rechtschreibfehler, gehen wir nochmal auf die Kiste. Diese Art der Herrschaftsstruktur ist also zuerst auf die gerechtesten und weisesten Menschen, das ist alles in Ordnung, weisesten. Ja, das Klickern, das ihr da im Hintergrund hört, ist eine Tastatur, die ich von links nach rechts, von links und rechts auf meinem Schreibtisch hin und her schiebe. Übertragen. Ach ja, das kann ich jetzt auch noch. Übertragen worden. Die Parenthese lassen wir einfach aus. Prodebatur. Prodere kenne ich. Nützen. Ich nehme hier weitergeben, ja, weil hier Deferre übertragen, hier weiter. Prodebatur. Ja, sie wurde weitergegeben. Daraufhin auch dann den späteren wurde sie weitergegeben. Daraufhin wurde sie dann auf die, was weiß ich, daraufhin wurde sie dann auf die späteren, an die Nachkommen. Danach mache ich jetzt einmal, wurde sie an die Nachkommen, die Herrschaftsstruktur, wo bin ich, Nachkommen, weiter
GG. Das ist ja sowieso nur ein Vorschlag. Es gibt sicherlich viele, viele bessere Übersetzungen. Also bitte, hier kein Stress. Und dann machen wir. Ja, jetzt muss ich dazu was sagen. Da muss ich länger ausholen. Wenn man Regnantur, also manet Regnantur, jetzt haben wir hier quo, das ist schwierig, et in iis, und dann haben wir qui etiam nunc regnantur manet. Wenn man sich das hier einmal anschaut, dann hätte man hier gerne ein Komma, bei denen, Komma, die nun auch, Komma, bleibt sie. Das hört sich erstmal schon vernünftig an. Also, ich mache hier mal ein Komma, obwohl das in Literatur habe ich das nicht gefunden. Und dann habe ich, mache ich hier auch mal, das ist eine schwierige Stelle, die würde in der Klausur oder so sicherlich mit Bemerkungen versetzt werden. Wenn man jetzt im Lexikon, in ein Lexikon schaut, dann findet man regnare ganz normal als Verb, als König sein oder herrschen. Jetzt steht hier aber ein Passiv, das überhaupt nicht passt. Die auch jetzt herrschen steht hier. Die auch jetzt beherrscht werden, müsste man übersetzen. Zu König sein gibt es meines Erachtens kein deutsches Passiv, sodass das Passiv hier größte Schwierigkeiten bereitet. Ich habe da auch so ein bisschen gestutzt, und wenn man im Lexikon nachguckt, dann findet man zum Beispiel in Kommentaren Regnari im Passiv König sein, also im Passiv. Dann findet man andere Texte, wo das, in denen das Ur hier fehlt. Das finde ich extrem schick. Pardon. Dieses Ur fehlt da. Also es gibt wirklich Textausgaben. Muss man einfach mal im Internet ein bisschen forschen. Da steht qui etiam nunc regnant. Und dann passt das natürlich. Dieses quo am Anfang, wo oder was. Für mich passt wo besser, was oder wo. Also, wo sie manet. Et in iis manet, wo sie bei denen bleibt. Bei denen bleibt. Komma, jetzt kommt der Quiesatz. Die auch jetzt König sind. Sind. Oder was habe ich gefunden? Was auch noch, was wie kann man noch die Könige, die heute regieren, haben diese Herrschaftsstruktur immer noch als Beispiel. Also eine relativ schwierige Stelle. Jetzt ist das, klingelt das Telefon. Ich bin sowieso fertig, bedanke mich fürs Zuhören und sage tschüss.